aufgeschwart und ich habe mich hier mit meiner Trompete auch noch ein paar Lätscher mitgebracht. Aber ich muss auch sagen, ich muss mich jetzt ein bisschen einspielen. Geht das? Okay. Thank you.
Herr Schlomo Pietersche ist 13 Jahre alt, gehört schon zu den alten Hasen. Seit 6 Jahren ist er als Bühnenredner in Kölle unterwegs. Und jetzt wird, lass mich noch ausreden. Ich habe ein Jahr unterschlagen zum 7. Jahr. Da muss ich mich noch ausreden lassen. Bin ich schon mal älter. Warum ist das, Büschelche, heute hier auf der Bühne? Jetzt hätte man können sagen, da kommt nicht anders, aber Patentanten und Patenonkel, die sind im Gefolge mit drin. So, und die Mama, die ist in Koblenz aufgewachsen. Ist das richtig? Ja. Wunderbar. Achtzeit. Wo? Achtzeit. Das ist Koblenz. Die Mama ist bei den Bergvölkern aufgewachsen. Nee, das macht nicht. Das ist auch Koblenz. Das ist Koblenz. Ja, wir freuen uns, oder bevor jetzt wieder einer sagt, ey, Otto hat was gegen die Arzheimer, nein, ich liebe Arzheim, ich liebe Niederberg, Eierenberg, Astorstein, liebe sie alle, damit hier kein falscher Fissomaterne aufkommt. Lieber Jan-Arne Wels, herzlichen Dank für deinen Vortrag und jetzt versuche ich das mal, damit du das auch verstehst. Auf der Jan-Arne Wels, dort wo herkommen, Köln sind wir alle, ein dreifach donnerndes Köln! Und los mal! Ja! 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 Oder gehen noch ein Bier trinken? Ja, hab ich ja gerade gesehen. Du musst doch dann mir das vorher sagen, damit ich dann noch weiß. Ach so. Ja. Also in Köln sagt man Zugabe, wenn man was hören möchte. Thank you.
nach Bruck jetzt zugewandt, wir müssen gleich nochmal hoch. Jetzt ist zu. Bruck? Ja. Hier können wir schnell, lassen wir schnell vom 13-jährigen Hans. Zieh bitte nicht mit mir einzustimmen auf diesen tollen Beitrag von Jan Arnewitz, ein dreifach gewaltiges Kovalenz! Jan Arne! Vielen Dank und Ausmarsch!